Ach so, wir müssen ja erst noch die Klappe oben hoch. Hoch mit der Klappe! Und auf. Das Fenster ist offen. Die letzten Strahlen des Sonnenlichts können ins Haus. So, dann befestigen wir den Spiegel an dieser Stelle. Perfekt. Der Schild reflektiert das Licht und leitet den Strahl hinab in den Keller. Okidoki, dann jetzt können wir in den Keller gehen. Und nun kombinieren wir den Diamant mit dem Stab. Passt perfekt. Und nun haben wir den Stab mit dem Diamanten und diesen stecken wir in die dafür vorgesehene Halterung und betrachten die Steinfigur. Der Lichtstrahl wird vom Spiegel der kleinen Figur reflektiert, aber er scheint einfach auf den Boden. Dann drehen wir sie doch. Auf dem Boden an der Figur gibt es seltsame Spuren. Es sieht so aus, als wäre die Figur gedreht worden. Ich muss versuchen, sie in ihre Ursprungsposition zurückzudrehen. Dann dreh mal fleißig. Nochmal. Nochmal. Ausgezeichnet. Der Weg ist frei. Und jetzt zum Buch. Und das Kapitel beenden. Das hier ist garantiert das geheimnisvolle Buch. Es ist alles mit der Hand geschrieben und es gibt einige Bilder. Hier wurden einige Wörter mit orangener Tinte geschrieben. Das gibt es doch nicht. Das Artefakt des Schicksals. Ich sollte das Buch so schnell wie möglich zum Erzmagier bringen. Ich werde ihm das Buch so schnell wie möglich bringen. Solange ich nicht auf den Hexer und seine Spießgesellen stoße, sollte ich morgen Mittag in Seefeld sein. Oh oh. Au! Ah! Kapitel 2 in der Stadt. Na, wen haben wir denn da? Warum starrst du so? Noch nie eine Stadtwache gesehen? Nein, du bist ein Mensch, oder? Ich? Ja, könnte man so sagen. Wow. Mein Name ist Bartholomäus Anton Schildträger, königliche Stadtwache von Seefels. Und wer bist du? Nennen Sie mich Herr Unterberg. Mein Name ist Wetterquarz, Wilbur Wetterquarz. Mein Name ist Gurron Gilbertwood und ich will Pirat werden. Mein Name ist Wetterquarz, Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge, unterwegs in geheimer Mission. Wetterquarz? Na gut. Wo bin ich? Das ist Seefeld. Die schöne Stadt am Meer. Residenz des Erzmagiers und Heimat der Seefels Finsterfiedler. Seefels? Dann habe ich es geschafft. Gerade so, würde ich sagen. Dachte schon, die Orks schießen wieder mit Grunzern an unsere Mauern. Ich muss den Erzmagier sprechen. Es ist dringend. Da wünsche ich dir viel Glück. Die Wache am Tor zur oberen Stadt hat strenge Vorschriften. Die wird dich nicht einfach zum Erzmagier durchlassen. Ist der Erzmagier denn überhaupt gerade in der Stadt? Ist der Erzmagier denn gerade überhaupt in seinem Turm? Darüber darf ich keine Auskunft geben. So sind die Vorschriften. Können Sie mir denn etwas über den Erzmagier erzählen? Kennen Sie ihn persönlich? Natürlich kenne ich ihn.
Die Stadtwache von Seefels ist auch für den Schutz des Erzmagiers zuständig. Warum muss er denn beschützt werden, wenn er so mächtig ist, wie alle sagen? Naja, er ist nicht unbedingt ein großer Kämpfer, glaube ich. Nicht? Nein, er ist etwas seltsam. Er denkt viel nach, weißt du? Seltsam. Warum tut er das? Wer weiß, wer weiß. Obere Stadt? Ist das der Turm des Erzmagiers? Was meinen Sie mit obere Stadt? Na, die Stadt ist geteilt in eine untere Stadt und eine obere Stadt. Der Turm des Erzmagiers ist natürlich in der oberen Stadt. Und was ist in der unteren Stadt? Wirtshäuser, Händler, die Wohnhäuser des gemeinen Volkes. Nun, zumindest hat es da mal gewohnt. Jetzt nicht mehr. Wo sind die Bewohner der Stadt? Wo sind denn die Bewohner der Stadt? Weg! Viele sind gestorben, als die Stadt belagert wurde. Und die meisten Überlebenden sind dann mit Gustav dem Schönen losgezogen, um sich für die Belagerung zu rächen. Das war dann eher weniger erfolgreich. Und wie viele Menschen leben hier noch? Nicht mehr viele. Wenn der Erzmagier seinen Turm hier nicht hätte, wäre die Stadt vielleicht schon aufgegeben worden. Klingt alles ziemlich traurig. Es wird doch wieder aufwärts gehen. Warte, bis wir den Krieg gewonnen haben und alle zurückkehren. Also, die, die da noch leben. Warum bewachen Sie eine Stadt, in der so gut wie niemand mehr lebt? Aber wenn so gut wie niemand mehr hier lebt, wen bewachen Sie dann überhaupt noch? Ich bewache ja nicht die Bewohner, ich bewache die Stadt. Ich bewache sie so wie mein Vater vor mir und sein Vater vor ihm. Dessen Vater nicht, der war Hufschmied. Aber sein Schwager war bei der Stadtwache. Dessen Vater war Bäcker. Interessant. Ich muss weiter. Irgendwie werde ich schon zum Erzmagier kommen. Ich wage es zu bezweifeln. Aber ich muss auch zurück auf meinen Posten. Die Pause ist vorbei. Also, Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Viel Glück bei deinem Abenteuer. Wir laufen uns bestimmt noch über den Weg. Danke, Herr Schildträger. Bis bald. Und damit haben wir einen der wichtigsten Charaktere des Spieles, der Spielereihe, kennengelernt. Den werten Herrn Schildträger, den wir bereits... Ich glaube nicht, dass irgendwann jemand aus meiner Familie den Fuß in eine Menschenstadt gesetzt hat. Selbst Opa nicht. Denn im zweiten Teil hat Schildträger auch eine wichtige Rolle bekommen. Nur da sieht seine Rüstung besser aus als hier im ersten Teil. Stopp! Durchgang nur für Berechtigte. Herr Schildträger? Sie sind der Wächter des oberen Tors? Ganz recht. Und du hast keinen Zutritt zur oberen Stadt. Wie ich ihn unten vor dem Stadttor schon sagte, ich muss dringend den Erzmagier sprechen. Und wie ich dir schon sagte, die Wache am oberen Tor hat strenge Vorschriften. Aber warum haben Sie denn nicht gesagt, dass Sie die Wache sind? Ich war nicht im Dienst. Man soll Beruf und Freizeit nicht vermischen. Außerdem ist es doch so viel witziger. geht so. Was muss ich tun, um zum Erzmagier vorgelassen zu werden? Irgendwie muss man doch zum Erzmagier kommen. Was muss ich dafür tun? Nur Leute mit einer persönlichen Einladung des Erzmagiers werden zu ihm vorgelassen. Hast du eine Einladung? Leider nein. Nein, leider nicht. Na siehst du? Und ohne Einladung wirst du nie und nimmer zum Erzmagier vorgelassen. Es sei denn natürlich... du wärst selbst ein Magier. Magier dürfen mit dem Erzmagier sprechen? Natürlich. Er ist immerhin das Oberhaupt ihres Ordens. Kennst du etwa einen Magier? Ich wäre selbst gern einer. Und ich wäre gern ein Tautropfen auf dem Hintern einer Waldelfe. Tatsächlich? Wieso? Auf jeden Fall kommen nur Magier oder Leute mit Einladung in den Turm. Wenn ich einen Magier auftreibe, darf ich dann zusammen mit ihm in den Turm? Und zusammen mit einem Magier dürfte ich dann zum Erzmagier? Nee, der Magier dürfte hoch. Du nicht. Aber du könntest dem Magier ja eine Nachricht mitgeben. Aber ich muss den Erzmagier persönlich sprechen.
und ich muss ihm etwas geben. Tja, dann müsstest du schon selbst Magier sein. Woran erkennen Sie denn Magier? Woran erkennen Sie denn, ob jemand ein Magier ist? An seiner magischen Aura? Oder am Charisma und der Weisheit, die er ausstrahlt? Am Magierdiplom. Hä? Jeder ausgebildete Magier hat ein Magierdiplom. Das kann er hier vorzeigen und dann lasse ich ihn hoch in die obere Stadt. Das heißt, wenn ich Ihnen ein Magierdiplom vorlegen kann, dann lassen Sie mich zum Erzmagier? Zeig mir ein ehrlich erworbenes Magierdiplom, ausgestellt auf deinen Namen, und ich bringe dich persönlich zum Erzmagier. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann werde ich eben der erste Magier in der Familie der Wetterquarze werden. Viel Glück! Den Magierlehrer findest du im Wirtshaus. Mal sehen, was der von der Idee hält. Ich besorge dann mal ein Magierdiplom. Ich besorge mir mein Magierdiplom. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. Oh Mann, ich kann doch unmöglich eine Magierausbildung machen, nur um in den Turm des Erzmagiers gelassen zu werden. Vielleicht leiht mir ja der Zaubererlehrer ein Diplom. Und wenn ich den Ring abgegeben habe, naja, vielleicht kann ich es dann wirklich mal probieren. Na, bring erst mal, lerne erst mal den Magier kennen. Oder den Magierausbilder. Betracht den Abfluss. Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Na also, dann betrachte den Karren. Der Karren ist schon ganz eingewachsen. Er wurde schon seit Monaten nicht mehr bewegt. Dann schau ihn nochmal an. Da liegt ein Sack auf dem Wagen. Dem Geruch nach zu urteilen, dürfte er mit vergammeltem Getreide gefüllt sein. Das kann ich nicht gebrauchen. Naja, dann gehen wir doch mal zur Magierschule. An der Tür hängen zwei Schilder. Auf dem einen steht Meister Markus Magische Magierschule. Auf dem anderen steht Ich bin gleich wieder da. Beide Schilder sind mit Spinnenweben überzogen. Sie müssen schon seit Tagen oder vielleicht Wochen an der Tür hängen. Ja, dann betritt die Zauberschule. Keiner da. Na, so ein Mist. Betrachte die Kartons. Einige Boxen und Schachteln. Sie sind alle leer. Und nochmal. Die Umzugsunternehmen müssen sich eine goldene Nase verdient haben, als die Stadt aufgegeben wurde. Dabei verdienen sie sowieso schon nicht schlecht. Sie sind fest in Goblinhand und niemand verhandelt mit denen gerne über ihre Preise. Ja, also jetzt müssen wir Meister Markus finden. Man hört eine Menge Schlechtes über heruntergekommene Gasthäuser. Andererseits sind sie häufig der Startpunkt fantastischer Abenteuer. Und um ehrlich zu sein, ich habe noch nicht genug davon. Hast du mal das Formular 12b für mich? Das blaue? Nee, ist nur ein grünes. Beeilung, die Post macht gleich Mittagspause. Du willst zur Post? Da komme ich mit. Ich will noch einen Zustellbescheid haben und ein Einschreiben aufgeben. Was tun Sie da? Was wohl? Siehst du doch. Wir spielen. Oh, verdammt, ich habe meinen Ausweis vergessen. Du kannst dir eine Kopie deines Reisepasses notariell beglaubigen lassen. Warte, ich markiere dir den Notar auf der Karte. Und was spielen Sie? Die einzig wahre Art von Spiel. Ein Rollenspiel. Und worum geht es bei dem Spiel? Und worum geht es bei diesem Rollenspiel? Es spielt in einer fantastischen Welt. Ganz ohne Drachen, Orks und Zauberei. Dafür mit... Oh, hier, komm hierher. Ich habe die Steuerprüfer gefunden. Warte auf mich, bin gleich da. Wenn ich diesen Stempel habe, kann ich endlich das Fiskaljahr abschließen. Du weißt, was das heißt? Finanzamt! Finanzamt! Und das Spiel soll Spaß machen? Und das Spiel macht Ihnen wirklich Spaß? Natürlich! Sicher! Man kann der öden Realität mit all der Magie und den Monstern entkommen. Und man lernt andere Leute kennen. Das Spiel spielen ja nicht nur wir.
Es wird weltweit gespielt. Zurzeit sind 6 Leute online. Also 4 ohne uns. Ja, aber einer ist gerade auf Klo. Und wann ist das Spiel zu Ende? Und wann ist das Spiel zu Ende? Wann haben Sie gewonnen, meine ich? Gewonnen? Wie im echten Leben gibt es keine Gewinner. Das Spiel hat kein Ende. Man spielt immer weiter und... Hey, eine Politesse will mir einen Strafzettel geben. Lass sie. Das ist eine Questreihe. Du kannst versuchen, schriftlich Einspruch einzulegen und dann musst du... Das Spiel hört also nie auf? Na toll. Darf ich fragen, wer Sie beide sind? Natürlich, ich bin Günther Meier, Level 42, Sachbearbeiter bei einer mittelständischen Genossenschaftsbank. Aber bald will ich umschulen auf Steuerberater mit Spezialisierung auf steuerwirksame Vermögensanlagen. Da ist noch mehr Musik drin. Und ich bin Martha Deugmer-Spietz, Level 40, Ortsamtsangestellte. Mein Fahrrad hat eine Dreigangschaltung. Ich habe keine Ahnung, wovon die beiden reden. Vielleicht muss das bei Rollenspielern so sein. Ich wollte wissen, wer Sie beide im echten Leben sind. Wer Sie beide im echten Leben sind, wollte ich wissen. Ach so. Ich war mal ein erfolgreicher Krämer. Hatte einen Laden hier in der Stadt und viele Marktstände. Jetzt gehört mir nur noch dieser verfallene Stand draußen vor der Tür. Keine Kunden, kein Geschäft. Vielleicht könnte ich ja mal was von Ihnen kaufen. Ja, super. Warum, Und wer sind Sie? Ich bin Meister Markus, der örtliche Magierlehrer. Sie sind der Magierlehrer? Könnten Sie mir vielleicht... Psst! Das Spiel läuft! Können Sie mir vielleicht ein Magierdiplom leihen, Meister Markus? Meister Markus, ich bräuchte... Psst! Ich spiele! Ja, aber ich brauche ganz dringend... Später! Aber ohne Magierdiplom komme ich nicht... Hör mal, ich habe wirklich gerade keine Zeit. Meine Steuererklärung ist fällig, da freue ich mich schon seit Tagen drauf. Keine Chance. Solange das Spiel läuft, bekomme ich gar nichts von Meister Markus.